So Leute, willkommen zurück bei unserem Lieblings-Let's Play. Nein, jedenfalls bei meinem Let's Play. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, wir legen aber direkt los. Die Treppe runter. Was werden uns hier für Abenteuer erwarten? Jedenfalls keine Kämpfe! Ja, wir haben alle Kämpfe erledigt, deswegen werden wir hier kaum kämpfen müssen. Und dann möchte ich noch mal was zeigen, wenn wir auf Fight klicken, können wir trotzdem kämpfen. Ist das nicht cool? Den mache ich jetzt. Und einfach nur aus dem Grund, weil ich halt trainieren möchte. Oh, der ist noch nicht tot. Gewonnen! So, das war's dann auch schon mit der kleinen Trainingseinheit. Aber jetzt können wir uns ja hier in Ruhe umgucken. Nach allem möglichen Scheiß. Da ist ein Fließband. Ah, ich gehe erstmal da. Geh den anderen Weg. Den da drüben. So, da drüben ist eine Kiste. Habe ich nicht übersehen. Dann hier hoch. Ah, da sind wir auch schon am Ende dieses Fließbands. 65.000 Gold. Wahrscheinlich einfach nochmal zum Neuaufrüsten, nachdem wir hier das geschafft haben und nach Relay oder wie auch immer das heißt. Kommen. So, hier runter ist wahrscheinlich dann direkt die nächste Truhe, die wir eben ja schon gesehen haben. Aber nicht. Die ist hier das, über das Fließband. Wie kommen wir da hin? Was haben wir hier? Gar nichts. Schade. Dann wieder hier hoch. Da lang. Boah, ich erzähle heute viel freier. Keine Ahnung warum. Vielleicht weil ich einfach schon Fähne. Okay, das ist Ende. Spiel, bitte. Das ist mal wieder sehr langsam. Finde ich in sich schade. Ich mag es nicht, weil ich spiele langsam laufen. Du, ihr werdet mich nicht mögen, wenn ich etwas nicht mag. Spiel, bitte sei nicht so hakelig. Hier ist gar nichts. Super. Komm, Alter. Boah, ist das lahm. So, da würde es zum Ende gehen, da wollen wir aber ja noch gar nicht hin. Erstmal schon wieder im Kreis. Aber wir hatten da vorhin ja noch einen Gang, zu dem wir noch gehen können. Ja, noch ein Ausweichplan, einen Ausweichplan. Musik ist gerade irgendwie sehr leise. Achso, das Lied war einfach nur zu Ende. Hat ein neues Sample eingespielt. Ist in Ordnung. Das Spiel ist wieder schön schnell. Das finde ich gut. Really appreciate that. So, erstmal da lang. Unten. So, da lang. Da runter, da lang.
Hoch und dann müsste oben an der Treppe schon die Truhe stehen. Was? Wo ist die Truhe? Da ist die Truhe. You got the bromide of Sarah? Sarah? Was? Character bromides can be viewed via the bonuses menu from the title menu. Don't forget to save your game to keep all found bromides. Was? Gibt es doch mehr als ich gedacht habe? Das finde ich ein bisschen doof. Hab ich euch ja voll scheiße erzählt. Finden sie doch mehr. So, aber ich weiß, wo wir hin müssen jetzt. Immerhin. Na, weil da waren wir ja schon. So, da ist das Ende. Und da kommen wir wahrscheinlich über das Fließband da hinten. Müssen wir hier hoch. Da hoch. Hier lang. Da lang. Dort lang. Hier die Treppe runter. Da lang. Hier lang. Yay. So. Einfach das davon ausgeschaltet und weiter. Okay, hier werden wir wohl kaum was übersehen können, weil wir einfach nur gerade den Gang lang laufen. Solange es keine Abzweigung gibt, kann man ja an sich nichts übersehen. Ne? Obwohl, hier kann man dann doch viel übersehen. Kann ich da drunter? Nein. Okay. Woran bin ich gerade hängen geblieben? Kann ich hier lang? Und durchs Wasser geht auch nicht, okay. Boah, ich weiß, letztes Mal waren wir hier so... Grob sind wir hier wirklich durchgegangen. Also besser gesagt, ich bin hier richtig grob nur durchgegangen. Nicht wirklich gesucht und alles. Ich gehe mal erst hier hoch. Das scheint da noch was zu sein. Nö, ist aber nicht. So, dann speichern wir hier nochmal. So, lang. Und wieder eine Treppe runter. Hier schon der Endkampfraum. Dann haben wir hier alle Truhen gefunden. Das ist natürlich cool. What the fuck? Was ist das für ein Vieh? You found Mother Hydra. Oh, Mother Hydra is the source of all your mama so fat jokes. Your wicked obsessed ernst hier. Ich hab schon wieder Skype angelassen. Scheiße. Deine Mutter, Alter. Ja, ich weiß, warum diese Witze von ihr rühren. Dark and Blessed. Deadly Kiss. Ist nicht irgendwas Besseres? Regen des Feuers. Doch. Erstmal, ich glaube, erstmal Regeneration. Ah, das sieht schön. The sky turns red. Achso, ja genau, das waren wir. Ich vergesse es immer noch. So. Ist er jetzt gerade stärker geworden oder vertue ich mich da? So, dann mal den Dark Blast. Stärke Hymne. Macht schon ordentlich Schaden, aber unsere Charaktere haben ja recht viel Leben. Molly inzwischen über 600. Den Morphisch. Oh, hey. Boah, macht wie gut Schaden. Hab ich das schon gemacht? Ja, habe ich schon. Mama knows best. Oh, Uni ist down. Na egal. Nein, natürlich werde ich wiederbeleben.
So, eigentlich müsste das gleich schon down sein. Es ging schön schnell, also... Gewonnen. Also unsere Charaktere sind wirklich stark. Da gibt's gar nichts dran zu zweifeln. Ich glaube, selbst mit Cthulhu sind wir gerade mal 2 Level höher gekommen als Oktober. Jetzt ist... Ich glaube, der war auch nur Level 37 am Ende. So, Earth Boost oder Electronic Boost? Ich glaube, ich nehme den Electronic wegen dem Lightning. Einfach so. Mehr Vitalität, mehr Geschwindigkeit, höhere Geschwindigkeit finde ich besser. Sie hat genug Geschwindigkeit, sie ist immer als erstes dran, also mehr Vitalität. Hier kann ich auch mal mehr Geschwindigkeit nochmal draufgeben. So, you have defeated Mother Hydra. True Hero, here I come. But Cthulhu is still not a true hero. What? You promised? No beans. I really don't think it's a good idea for Cthulhu to become a true hero. I thought this might happen. Molly initiated plan B. Aye aye. Molly pulls out her cell phone and pushes a few buttons, causing a portal to appear. Hey, wait! Where are you going? What are you doing? Everybody in the portal. Here we are. Where are we? This is a grand library, the home dimension of the annoying narrator. For too long have I bent to his every whim. Now it's time to take over the fight to him. It's time to overthrow. Go, the narrator. Fool, don't you realize I have all powers with just a single sentence? I could kill you all in fact, I think I'll do that right now. Activate generic narrator override. Generic narrator override activated. What just happened? This holographic device has a secondary feature, the generic narrator override. This will protect us from the whims of the regular narrator by replacing him a generic narrator. It's only temporary, but also we need to find and defeat the narrator quickly. Listen up, Angel. This is your final mission. Destroy the narrator. You can do it. I believe in you. We won't let you down. Okay. Cool, wir kämpfen gegen den Erzähler. Also gegen mich? Ja, du wirst gleich da. Ich will nicht sterben. Ach, du wirst sterben. Ich will nicht. Wo bist du? Ich versteck mich. You can run, but you can't hide. Schon eine ziemlich große Bibliothek. Ja, die habe ich selbst gebaut. Mich interessiert das ein Scheißdreck. Aber... Oh, da ist ein Geheimgang. Das sieht jedenfalls aus wie ein Geheimgang. Ja, es ist ein Geheimgang zu einer Truhe. 10 Potions. Ich vermute... Also, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie müsste ja Dem auch noch vorkommen. Solange wir seine Truhe nicht verpasst haben, müsste Dem noch vorkommen. Techo und Book Security. Ich weiß, die Techos waren ziemlich blöde Kreaturen an sich, weil die sich ja selbst angriffen. Techo injures itself in the process. Okay, da hat sich die verletzt hier auch. Was? 3 days left to retirement. Cool. Ist ja cool. Oktober Level 36. Und der Link ist verstärkt. Das finde ich gut. Keep fighting. Target all allies. Ultimate heal. Combo reset. Once per battle. Ah ja, nehme ich das. Plus 40 Stärke. Ne, Agility, wie gesagt, ist hoch genug. Burry brauchen wir nicht, also Stats hoch. Okay, noch ein Level, um an Cthulhu ranzukommen, ne? Ist nicht mehr so viel. Ich frag mich, ob wir Elonas Begleitern da nochmal begegnet werden. Wenn ihr euch erinnert, in dem Original, also im Hauptspiel, in der Hauptkampagne Cthulhu Saves the World, sind die ja nochmal aufgetaucht. Und auch hier wieder eine Truhe.
Heavy Books Approach. Okay, Oktober ist tot. Die beiden werden mit einem Schlag jetzt down. Gewonnen. Schon wieder. Ich werde euch so lange noch meine Kreatur auf den Hals setzen, bis ihr sterbt. Ich will die Truhe öffnen. Ich kann die Truhe nicht öffnen. Scheiße. Wieso kann ich die Truhe nicht aufmachen? Wenn ihr es hört, kann die Truhe nicht aufmachen. Ich habe gerade wild auf den Enter-Button gehauen und extra mein Mikro nah rangehalten, damit ihr es auch schön hört. Nur mit dem Kopf extra nah rangegangen, weil ich für mein Headset aufmache. Geiles Headset. Aber wieso kann ich die Truhe nicht aufmachen? Das ist auch ein bisschen doof. Ah, es geht weiter. So, die hier wieder mit ihrem Retirement, ne? Als ja Rente. The 3 days left to retirement. Also 3 Tage bis zur Rente. Es ist ja in vielen Filmen ist es so, oh, es waren nur noch 3 Tage, bis er in Rente gegangen ist. Ich sterbe immer mit so viele Leute. So, da ist die Treppe. Ich gehe extra so ran. Einfach nur, damit ich sagen kann, so, morgen gehen wir hoch. Ne? Wahrscheinlich sind wir aber auch, gibt's keine Weihnachtsfolge von mir. Wollen wir noch ein Weihnachtsspecial machen? Nee. Wahrscheinlich ist dann das Spiel schon zu Ende. Ja, ich würde sagen, bis dann, ne? Bis morgen. Ciao.